Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute gibt es nochmal ein besonderes Interviewformat von der eWorld. Heute sogar noch etwas besonderer als das gestrige Video, weil ich habe hier nur eine Tonspur aufgenommen. Deswegen werde ich euch hier mal ein bisschen anzeigen, um wen es eigentlich geht, nämlich die Campus EW aus Aachen, Seminaranbieter für die Energiewirtschaft und weitere spannende Themen, die sich dort anschließen. Warum mache ich was mit dem anderen Seminaranbieter? Natürlich, weil wir als Energiewirtschaft einfach auch nur ein kleines Startup sind und wir uns auf bestimmte Themen richtig spezialisiert haben. Und die Campus EW ist eben unser Partner für die weiteren Themen. Wir arbeiten da gerne zusammen. Wir sind hier gerade in Halle 4 beim Stand von Campus EW, einem Seminaranbieter aus der Energiewirtschaft. Ich sitze hier mit dem Bernd Schnabel, einem Kollegen, den kenne ich jetzt auch schon ein kleines Weilchen. Wir haben uns schon ein paar Mal zusammengesetzt, weil wir ein paar sehr ähnliche Themen haben und da vielleicht super Anschlusspunkte haben. Aber Bernd, erzähl doch erstmal ein bisschen darüber, was ist denn die Campus EW? Ja, die Campus EW ist ein Netzwerk von Fachleuten, Fachkräften. Wir machen für die Energiewirtschaft Seminare, wir sind Weiterbilder. Wir machen diese Seminare in einer sehr interaktiven Form. Wir machen viel Praxisbeispiele, wir wollen Wissen weitergeben. Diese Energiewirtschaft ist extrem breit aufgestellt. Die Messe, wenn man hier so über die Messe geht, werden wir ja auch gleich noch darüber reden, ist geprägt von vielen technischen Fortschritten, Digitalisierung und so weiter. Und wir versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wir versuchen halt durch unser Fachwissen die Mitarbeiter der Unternehmen auf den Stand zu bringen, dass sie diesen Herausforderungen auch gewachsen sind, die auf sie zukommen. Ja, unbedingt. Also wie du es ja gesagt hast, diese Messe ist wirklich geprägt von krassen technologischen Themen. Ich bin jetzt auch ein, zwei Mal über die Messe drüber gegangen, komme auch kaum dazu. Wir haben ja eine ähnliche Situation, dass einfach viel Andrang auch an unseren Ständen ist, weil wir auch ähnliche Themen machen. Aber auf der Messe sieht man halt wirklich viele Aussteller, die sagen, wir haben hier Technologien, wir haben hier Ansätze für Weiterentwicklung, für Energiewende und Digitalisierung, die irgendwie schon interessant sind, aber es kann ja eben nicht wirklich ausreichen. Also man muss die konkreten Mehrwerte für die Menschen einerseits kommunizieren. Das ist so ein Thema, was ich mir ja auch auf die Fahnen geschrieben habe, möglichst einfach mit den Menschen zu sprechen und rüberzubringen, worum es tatsächlich irgendwie auch geht in den Themen, die wir so komplex abbilden in der Branche. Und schlussendlich ist es ja auch für euch als ganz klassischen Seminaranbieter, der sich jetzt ja eben auch neu positionieren wird über die nächste Zeit entlang der Digitalisierung, wichtig hier so eigene Lösungen, eine eigene Marke zu haben, die aber auch unterscheidbar ist von den restlichen Akademien der Branche. Was hältst du jetzt bisher von den Erkenntnissen von der eWorld? Was hast du so mitbekommen, wofür steht es hier dieses Jahr? Ja, also die eWorld ist ein Branchentreffen, eigentlich unabdingbar. Man findet hier Unternehmen aus der ganzen Welt, Weltunternehmen, die in dem Bereich Energie ihre Neuigkeiten vorstellen. Ganz klar im Vordergrund, wie in jeder anderen Branche auch, ist die Digitalisierung. Absolut. An der geht auch an der Energiebranche kein Weg dran vorbei, aber du hast es schon sehr richtig gesagt. Wir müssen verdammt aufpassen, dass wir einen Faktor nicht vergessen, das ist der Faktor Mensch. Weil Digitalisierung bringt uns nur dann was, wenn wir den Menschen davon überzeugen, die Digitalisierung auch zu leben. Die Branche redet alle von Fachkräftemangel. Meistens wieder zurück, zieht man sich auch hier wieder zurück und sagen, ja, die verstehen die Digitalisierung nicht. Aber ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen in Wirklichkeit, sondern wir müssen den Menschen holen, wir müssen den Menschen einfangen, bildlich gesehen, um die Digitalisierung, die dringend notwendig ist, auch in unserer Branche, auch umsetzen zu können. Das ist essentiell und das wiederum findet man auf der Messe eigentlich überhaupt nicht, sondern technische Neuerungen, technische Aspekte, wenn man so gerade durch diese Hallen gehen, in der wir jetzt hier stehen, viele, viele kleine Stände, viele Techniken, das sind ja doch sehr, sehr spezielle und hochgradig komplexe Themenbereiche, die extreme Anforderungen an den Menschen an sich stellen. Da wird doch, denke ich, sehr, sehr schnell klar, dass man den Menschen braucht, um diese Komplexität dann auch noch umsetzen zu können. Absolut. Das ist ja ein zentrales Thema von uns als schlussendlich ja auch Weiterbildungsanbieter von uns beiden, dass wir die Menschen ja in die Lage versetzen zu verstehen, was passiert da gerade, warum passiert das,
was ist der Mehrwert davon? Und da ist es ja der eine Aspekt, dass wir allein schon innerhalb der Branche wissen müssen, was tun wir da überhaupt alle gerade? Warum ist das alles so komplex und warum entwickelt sich das auch so schwierig weiter? Aber auch ich selbst habe in meinen Tätigkeiten im Smart City Kontext ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wir ganz viele Technologieanbieter haben, wie sie ja auch hier auf dieser Messe sich ausstellen. Aber der tatsächliche Mehrwert für den Menschen, für den Verbraucher, irgendwie ganz, ganz schwierig in Worte zu fassen ist und ganz oft überhaupt gar nicht nachgefragt wird, sondern lieber erstmal die Technologie hinsetzen und dann werden die das schon irgendwie mitnehmen wollen. Aber so ist es ja oft nicht. Deswegen finde ich es gut, dass ihr genauso diesen Ansatz habt, was ist denn eigentlich mit den Menschen? Ne? Wie können wir die eigentlich mitnehmen? Da ist ja auch so ein aktuelles Thema der Smart Meter Rollout. Wir haben da diese tolle Technologie, die theoretisch ganz viel Mehrwert hat, die jetzt auch schon mal Mehrwert für die Branche hat. Aber was ist denn der Mehrwert für den Verbraucher? Ne? Das ist so unglaublich schwierig, überhaupt erstmal zusammenzufassen oder in Worte zu bringen, was die Leute davon haben könnten. Deswegen finde ich es super wichtig und richtig, dass wir hier auch diesen Mehrwert auf jeden Fall auf die Leute setzen, auf die Menschen setzen und die mitnehmen wollen. Wohin geht denn jetzt die Reise für die Campus EW? Was sind so die Themen, die euch jetzt aktuell am meisten noch rumtreiben? Die Reise für die Campus ist geprägt auch von Digitalisierung. Immer mehr Anforderungen kommen auch als zu uns heran, werden an uns herangetragen. Wie kann denn die Digitalisierung bei uns Einzug halten in das Seminarwesen? Ich glaube, das Thema Stichwort Blended Learning ist allgegenwärtig. Mit anderen Worten, das Verknüpfen verschiedener Formate, Präsenzformate, Webinare, E-Learning, alles neue Stichwörter. Aber wenn man das mal in der Reihenfolge so sieht, dann hat man auch gleich schon so ein bisschen so ein Ranking. Präsenzseminare, da arbeiten wir aktiv mit dem Menschen, der Mensch mit anderen Menschen. Wir können sehen, wie der Mensch reagiert. Wir können auf Fragen reagieren. Wir können den Menschen mitnehmen. Je weiter wir in der Digitalisierung nach oben gehen, dann reden wir vom E-Learning. Und vom E-Learning haben wir eine sehr unpersönliche Art des Lernens. Ja, und wir haben uns also als Campus jetzt auch in unseren letzten Treffen entschieden, ganz klar gegen dieses E-Learning. Wir wollen weiter mit den Menschen arbeiten. Ja. Wir wollen weiter diese Präsenzseminare machen. Wir wollen in kleinen Gruppen die Fachthemen erarbeiten. Wir wollen den Menschen wertschätzen, wir wollen den Menschen mitnehmen auf der Reise durch die Digitalisierung. Genau. Ich glaube, das ist unsere Mission, die haben wir beschlossen, die werden wir gehen. Wir werden aber auch, ganz klar, und das sehen wir jetzt hier schon, eins, was wir beide hier machen, ja, die neuen Medien natürlich nutzen. Ja. Wir wollen Webinare machen, klar, ja, aber auch nur in abgespeckten Maßnahmen, in abgespeckten Themen. Das werden wir tun, ja. Wir werden auch vielleicht auch die ein oder andere Filmsequenz mit anbieten. Wir werden unsere Präsenzseminare noch weiter modernisieren in einem bestimmten digitalen Umfeld, mit Filmsequenzen unterlegen, mit Praxisbeispielen und so weiter. Also auch die Digitalisierung hält bei uns Einzug, aber doch in einem anderen Maße, wie es das E-Learning fordert, beispielsweise als andere Anbieter im Markt jetzt hier anbieten. Wir haben uns ganz klar dem Menschen verschrieben und wir wollen mit dem Menschen weiterarbeiten und das ist unser Weg für die Zukunft. Super, da bin ich ganz bei dir. Wir sagen zwar natürlich, dass wir die Online-Akademie sind, aber der zentrale Ansatz ist natürlich trotzdem, dass wir auch Präsenzseminare und vor allem auch Consulting vor Ort mit den Leuten machen, weil genau da kann man die Leute auch berühren, da kann man sie, und zwar im metaphorischen Sinne auch tatsächlich berühren, wenn es darum geht, wofür stehen denn die Dinge? Was ist denn tatsächlich die Auswirkung auf dich und dein Leben, wenn hier irgendwo welche Änderungen regulatorischer Natur kommen oder Technologien sich auswirken oder wenn du ganz neu in diese Branche kommst, was bedeutet es denn wirklich für dich ganz konkret und greifbar? Und das ist digital schwierig zu machen, aber ich finde es auch gut, dass ihr seht, dass der Mehrwert heutzutage vor allem auch dadurch kommt, dass man den Leuten doch nochmal was mehr mit in die Hand gibt, dass man einerseits multimedia-technisch aufgestellt ist, aber eben auch da doch nochmal schaut, wie kann man die Leute im Nachhinein immer noch weiter coachen und entlangführen in der Entwicklung und da eben sich auch selbst als Seminaranbieter richtig zielgerichtet entlang der Digitalisierung und Energiewende auch aufstellen, weil die Entwicklung, die wir in der Branche haben, die müssen wir als Seminaranbieter natürlich genauso auch mitgehen und eigentlich sogar vorantreiben, weil wir sind am Ende sogar diejenigen, die es besser verstanden haben, hoffentlich besser verstanden haben, weil wir ja die Leute auch ausbilden. Und dementsprechend finde ich das super spannend, wohin die Campus sich jetzt entwickelt. Hier auf der E-World haben wir auf jeden Fall jede Menge Trubel, jede Menge Bewegung. Wir sind ja in der Innovation Halle 4.
wo, wie gesagt, jede Menge Technologieanbieter sind, aber eben auch die Dienstleister wie wir, die so ein bisschen andere Wege gehen als die klassischen. Und ich denke, da sind wir richtig gut aufgestellt. Ich wünsche auf jeden Fall der Campus auch jede Menge Erfolg. Wir werden auch, denke ich, an der Zukunft noch einige Dinge sehr nah beieinander tun. Und denke ich mal, können wir die Energiewirtschaft hier in die richtige Richtung weiterbewegen. Was würdest du jetzt noch den Zuhörern mitgeben wollen? Ja, mein Wunsch wäre es, ganz klar, ich war lange in Führungspositionen auch von Stadtwerken unterwegs, dass auch von der Führung her dieser Weg erkannt wird, diesen Weg, diesen digitalen Weg zu begleiten, mit den Menschen zusammen die entsprechende Wertschätzung für die Mitarbeiter auch zu zeigen, indem man auch freiwillig auch mal sagt, man bietet diese Seminare an, man nimmt den Menschen mit auf den Weg durch die Digitalisierung. Das wäre ein großes Anliegen, ein großer Wunsch von meiner Seite aus, weil ich kann das durchaus sagen, in den letzten Jahren meiner Referententätigkeit, die Leute ächzen und nach Seminaren, für sie ist das eine Wertschätzung in dieser flexiblen und schnelllebigen Zeit. Sie sind sehr stark gefordert, die Menschen, und sie sind auch sehr dankbar, wenn sie mal von ihrem Arbeitgeber auch ein solches Seminar bekommen. Es wäre also von meiner Seite, wenn du mich so fragst, ein großer Wunsch auch und eine Bitte an die Führungskräfte der Branche, mal über diesen Aspekt genauso stark nachzudenken wie rein über diesen Digitalisierungsaspekt. Unbedingt. Stillstand ist schlecht. Leute müssen mitgenommen werden, müssen vorangetrieben werden. Und ich denke, hier können wir ein sehr guter Ansatz sein, das zu tun. Wenn ihr mehr über die Campus EW erfahren wollt, geht ihr einfach mal auf www.campus-ew.de und findet dort eigentlich das gesamte Portfolio, was ihr so anbietet. Und da denke ich, kann man sich sehr, sehr gut reinfinden in das Angebot der Campus EW. Okay, vielen Dank, Bernd. Alles klar, danke dir. Das war die Campus EW. Bernd Schnabel, ein richtig cooler Typ, mit dem ich sehr viel Spaß habe, die Energiewirtschaft weiter zu bewirtschaften mit richtig spannenden Seminaren und Weiterbildungsangeboten, die eben auch wirklich dringend notwendig sind, sie jetzt mal neu zu gestalten. Wenn ihr dieses Video und dieses Interviewformat und solche Dinge richtig gut findet, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn ihr eben mehr solche Interviews haben wollt, dann könnten wir auch noch mehr sowas produzieren. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.